Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Ancient Wars Sparta Definitive Edition. Das ist ein Remaster eines alten Klassikers und zwar eben von jenem Spiel aus dem Jahr 2006. Und für alle, die ein bisschen Kopf rechnen können, ja, 2006 ist in der Zwischenzeit 16 Jahre her, der Release des Spiels über 15 Jahre, also fast 16 Jahre, es kam im Dezember 2006 raus. Was es dazu zu sagen gibt, es kommt jetzt die Tage raus, ich glaube Ende Januar müsste es sein, 28. Januar um den Dreh oder 27. Januar. Die deutsche Übersetzung ist vorhanden, aber schwierig, das vorneweg, das ist relativ hakelige Umschreibung und die Performance ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Man muss dazu sagen, dass ich natürlich noch eine Preview-Version spiele, aber ihr seht das, ich habe, hier gibt es auch nicht viel einzustellen. Okay, also es gibt nicht viele Einstellungsmöglichkeiten, die man hat. Das Spiel hat auf alle Fälle eine sehr hakelige Einstellung, was das Grafische angeht. Also es sieht okay aus, aber was die Performance angeht, da müsste man vielleicht nochmal ein bisschen nachhaken. Ansonsten, was ich sagen kann, die KI ist sehr gnadenlos. Es gibt kein Tutorial, es gibt auch keine Kampagne, jetzt hier gerade für mich. Okay, für euch später wird es natürlich eine Kampagne geben. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein Gefecht an. Und übrigens, falls ihr euch wundert, was Belastung ist, Belastung wäre einen gespeicherten Spielstand laden. Ja. Belastung. So. Ich weiß nicht mal warum. Genauso Ausfahrt des Spiel verlassen. Gut, wir sehen uns im Spiel wieder. Sollte vielleicht noch dazu sagen, es gibt 5 verschiedene Völker, die man spielen kann. Ägypter, Makedonier, Perser, Römer und Spartaner. Jede dieser Nationen hat eigene Einheiten und hat eigene Helden. Helden gibt es auch in dem Spiel tatsächlich. Und genau, das schauen wir uns dann in-game an. Wir spielen mit den Römern, weil ich mag die Römer und wir spielen gegen Sparta halt, ne? Also Spartaner, Spiel gegen Spartaner. Wir spielen als Römer gegen Spartaner. Könnte ich mehr Einheiten hinzufügen? Es gibt aktuell nur eine einzige Karte für mich zur Auswahl. Ich bin ein Opfer. Ich darf leider zwar vorher spielen, aber natürlich nicht das volle Spiel. Weil wäre schlecht, wenn man das ganze Spiel sehen würde. Das will man nicht. Ihr sollt es euch ja auch kaufen. Übrigens, Link in der Videobeschreibung. Kriege ich kein Geld für, das ist nicht gesponsert oder irgendwas. Aber es gibt ja viele Fans alter Spiele. Deswegen habe ich mir gedacht, zeig's es einfach mal. Ich bin ja auch so ein Fan alter Spiele eigentlich. Rise of Nations ist immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten. Das Ganze ist auch relativ hakelig, muss ich sagen. Das Ding ist, man muss sich erstmal zurechtfinden. Hier unten hat man, mit Leertaste kann man pausieren. Wenn ihr eine Einheit auswählt, habt ihr hier unten Wirtschaftsgebäude bauen, Militärgebäude bauen und Spezialgebäude bauen. Spezialgebäude ist eigentlich irrelevant, das sind Mauern und Türme und Fallen. Dann Waffen einsammeln. Das ist ein bisschen tricky, das Ganze. Habe ich selber noch nicht ganz geblickt. Man baut quasi militärische Gebäude. Man baut Wirtschaftsgebäude. Und da kann man dann unter anderem Werkstatt und Schmieden bauen. So, Werkstatt und Schmieden ist so, dass die Werkstatt quasi Forschungen abschließt für Waffen, die man in der Schmiede baut und dann quasi von den Boys sammeln lässt und die dann mit den Waffen in die Kaserne gehen oder in die Baracke gehen und sich da dann ausbilden lassen. Ist an sich ein relativ interessantes System, funktioniert leider sehr, sehr trickelig. Es ist sehr, sehr schwierig, das Ganze hinzukriegen und zu verstehen, weil es nicht wirklich beschrieben ist. Der Übungsplatz funktioniert ein bisschen anders. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Da bin ich noch nicht zugekommen tatsächlich. Ich habe jetzt erstmal nur ganz großkotzig mir die Sachen angeschaut. Das Erste, was man machen will, ist erstmal massiv Leute dazu rekrutieren. Wir sehen da unten ein Limit der Bevölkerung. Und ihr seht, 2 Ressourcen, Gold und Holz. Es gibt keine Nahrungsmittelressource. Wir können einen Bauernhof bauen. Das Ding ist, das erhöht das Bevölkerungslimit und die überflüssigen Lebensmittel werden für Gold verkauft, also die wir quasi frei haben. Wenn wir quasi jetzt 10 von 20 Bevölkerung haben, haben wir 10 frei und das, was die quasi nicht an Nahrung essen, wird quasi vertickert. Macht Sinn, denke ich mal. Was haben wir denn hier? Hier ist ein Lagerfeuer oder sowas. Okay, so, auf alle Fälle geht da einer hin. Geht ihr dorthin? Baut ihr das? Arbeiten. Nein, nicht arbeiten. Ihr solltet es eigentlich hier bauen. Okay, gut, soviel zu dem Thema. Jetzt ist es weg. Bauen wir nochmal einen römischen Bauernhof. Dankeschön. So, dann rekrutieren wir neue Bevölkerung ganz nebenbei. Was ich auch schade finde, ist, man kann nicht, zum Beispiel, wenn man mehrere arbeitslose Arbeiter hat, kann man nicht mit einem Doppelklick auf die Arbeiter alle auswählen. Also indem man zum Beispiel Doppelklick auf hier oben links macht oder doppelt Komma drückt, was ja die Taste ist für arbeitslose Mitarbeiter, kann man leider nicht alle auswählen, was ich ein bisschen schade finde, aber okay, ist halt so. So, die produzierte Nahrung wird im Getreidespeicher gelagert, was die verfügbare Bevölkerungsobergrenze erhöht, okay. Lagerzentrum für Gold und Holz, haben wir ein Limit?
Sehe ich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie ein Limit haben. Ich mache jetzt aber erstmal schnell einen Getreidespeicher hin. So, machen wir das erstmal. Mal natürlich nebenbei weiter Boys bauen. Dann seht ihr auch schon. Kommen wir erstmal noch schnell mit um Holz. Sammelpunkt setzen wir mal dorthin. So, das Ding ist, diese Goldmine kann man auch Upgrades für erforschen. Wie viele Sklaven kann man denn hier reinschicken? Oder wie viele arbeiten hier? Einer? Einer arbeitet. Ne, mehrere arbeiten in der Goldmine. Okay. Sehe ich aber auch nicht sofort auf den ersten und zweiten Blick. So. Das erste, was ich jetzt mal bauen möchte, weil letztes Mal habe ich total auf den Sack bekommen, wäre ein Übungsplatz. Ist aber relativ teuer, relativ viel Gold brauchen wir dafür. Und relativ viel Holz. Dann holen wir uns erstmal Holz. Und dann schauen wir ganz kurz nochmal nach Ressourcen. Jetzt ist nur die Frage, warum genau kann ich das nicht bauen? Frage eigentlich. Ach, da kann ich es hinbauen. Ah, das muss scheinbar etwas weiter weg sein. Von unserer Basis. Na gut, macht Sinn. Mal kurz machen ist, wir erkunden mal kurz. Kümmert euch mal alle um Holz mit nebenbei, wenn du erkundest. So, ihr geht auch alle auf Holzjagd. Alle Holz, alle Holz, alle Holz. Okay, da haben wir nochmal ein Goldminchen. Das müssen wir auch sofort in Beschlag nehmen. Gut, oder auch nicht, weil wir kein Holz haben. Ah, da können wir hier aber gleich mal direkt Dingenskirchen bauen. Einen Ressourcen. Ach so. Das ist einfach nur Scheiße zu bauen. Okay, dann bauen wir es dort hin. Gold haben wir ja genug. Gold ist ja mal nicht das große Problem, aber Holz ist ein Problem. So, das Ding haben wir. Holz, 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 Holz. Gold ist gut und schön, aber Holz ist nicht das Wahre. Hatte ich auch damals schon das Problem ein bisschen mit Holz. Brauchen mehr Bürger. Also du hast keinen Job, das denke ich mal nicht. Auf geht's. Hast auch keinen Job, doch, Holz sammeln. So, dann gibt es natürlich auch noch Helden, dafür braucht man Schmieden. Dann können wir Helden rekrutieren, das ist so quasi unsere Elite-Einheiten, die auch mit unter anderem... Ah, 50.000 Gold gibt es da. Unsere Elite-Einheiten, die auch unter anderem dafür da sind, dann quasi die Feinde zu schlagen. Jetzt bauen wir erstmal so eine Hütte dahin. Du gehst auch mit hin, du auch. Unterstützt mal alle den Bau von dem Bums. Auf geht's. Alle mal mitbauen hier. Das muss möglichst schnell fertig haben. Danach schauen wir, dass wir dann gleich unsere Goldfarm nochmal bauen. 700 Holz haben wir auch. Okay, gut. Dann kannst du gleich mal bauen. Und da ist... Lol, da sind die anderen Pisser. Die sind einfach hingegangen und bauen hier ihr eigenes Holzdingen. Können wir die angreifen? Okay. So, Milizausrüstung. Okay, jetzt können wir hier erstmal normale Einheiten ausbilden, scheinbar. Warum kann ich die nicht ausbilden? Bilden jetzt hier einfach mal Milizen aus. Den Rest kann man nicht ausbilden. Okay, wir können auch noch einige Waffen erstellen, so wie es ausschaut. Aber ich denke mal, dafür müssen wir quasi erstmal Sachen freischalten. Jetzt haben wir aber auf alle Fälle schon mal Milizen hier. Das heißt, wir sind schon mal nicht komplett wehrlos. Genau, jetzt fackeln wir das Ding hier ab. Holen uns dann die Goldmine selber. Warum können wir das andere Zeug nicht rekrutieren? Es steht auch, schau, das ist wieder so das Problem, ne? Es steht nicht da, was das Problem ist, warum wir diese Sache nicht rekrutieren können. Man sagt mir zwar, nee, du kannst das nicht rekrutieren. Aber keiner weiß, warum. So, das ist auf alle Fälle kaputt. Dann baut ihr mir jetzt hier bitte die Goldmine hin. Ihr tötet den. Hinterher. Ihr seid eigentlich nur normale Arbeiter. Ihr braucht keinen töten. So. Das Ding war für Forschung. Das bauen wir jetzt erstmal dorthin. Kümmert euch immer noch um Holz. Brauchen auch dringend mehr Mitarbeiter. Und Gold, ja. Ah, wir kümmern uns um. Weitere Goldmine ist in Produktion. Ihr rennt mal schön weg, Feiglinge. Gibt es hier noch Upgrades eigentlich? Die Holzmenge, die ein Arbeiter tragen kann, erhöht sich um 50%. Okay.
Wo sehe ich denn jetzt eigentlich meine eigenen Soldaten? Das sind Soldaten hier. Da oben sind auch Feinde, sehe ich gerade. Die werden auch schon gejagt. Was ist denn das hier? Ein Lager. Bauen die da einfach ein Lager hin? Ich glaube, es geht los. So, pass auf. Folgende Aufgabe für euch. Wir bauen nochmal einen Bauernhof. Und wir bauen auch nochmal ein Lager. Und ein Getreidespeicher. Und kein Getreidespeicher. Okay, habe ich aktuell kein Gold. Und wo sind denn unsere Jungs hin? Okay, die jagen. Wir jagen erstmal Feinde. Schüss, Alter, was die da an Arbeit da haben. Geht denn bei denen ab? So, jetzt können wir auf alle Fälle nochmal ein Lager bauen. Das Ding ist auch fertig. Also Getreidespeicher war das, was ich eigentlich bauen wollte hier. Dann nochmal mit Gold sammeln nebenbei. Goldmine ist ganz normal in Benutzung, ne? Hört auf zu arbeiten. Warum würde man seinen Leuten befehlen, aufhören zu arbeiten? So, genau. Fortschrittliche Waffenschmiede. Da müssen wir jetzt dann erstmal eine Schmiede bauen. Oder auch nicht. Das alte Goldproblem. Gut Arbeit. Hier sind eh schon zwei Arbeiter drin, oder? Ja. Da, was bauen die denn da schon wieder? Was ist denn das jetzt? Ein Lager? Die bauen einfach ein Lager in mein Ding rein. Ich glaube, denen geht's so gut, wie die einfach Sachen in mein Gebiet reinbauen. Die Goldmine da erstmal kaputt mit ganz nebenbei. Ich schwöre, die chillen einfach und bauen hier Sachen in mein Gebiet. Cool. Ich schwöre. Oh, da kommen feindliche Einheiten. Glaube ich, oder? Ne, das ist eine meiner Einheiten. So, das Ding ist auf alle Fälle mal kaputt. Gold haben wir wieder jede Menge. Können wir es dann gleich mal anfangen, wie bereits angedroht, die Schmiede zu bauen. Die bauen wir direkt daneben, dass wir alles schön auf dem Haufen haben. So, ihr seid noch arbeitslos. Geht auch mal dort gleich mit hin. So, das Ding ist wieder kaputt. Wenn wir gucken, dass wir das auf alle Fälle für uns selber nutzen, die weitere Goldmine. Das Holz hier natürlich auch. Wie, habt ihr gesehen, wie die das Gold da die Nahrung da reingeschmissen haben? Voll lieblos. Hört auch mit dem Scheiß. Wie sie da einfach wieder. Ich schwör, wie sie da einfach wieder das hinbauen, so als ob. Als ob das Scheiß egal wäre. Gut, dann auch nochmal hier. Dann können wir hier oben eigentlich auch selber ein Lager hinbauen. Oder auch nicht, weil ich wieder keine Ahnung habe, doch hier Ressourcenlager. Achso, die können da eins hinbauen, aber ich nicht, oder was? Ah, hier gibt es eine Schlacht um die Brücke. Na, das Problem ist nur, dass wir da gerade auf diesen Sack bekommen. Ich meine, wir haben ein paar Einheiten, so ist es ja nicht. So, also. Schmieden, forschen, forschen. Und was können wir denn noch bauen? Ein Dock. Können wir jetzt eine Baracke bauen als nächstes? Ne? Wir haben schon wieder kein Holz. Das mit dem Holz geht mir auch mal was auf die Eier, ne? Brauchen dringend mehr Holz. Leute, und da oben haben wir gerade auch einen Sack bekommen übrigens. Wetterwind. Was? Das Wind beeinflusst Geschwindigkeit von Seefahrzeugen und Reichweite von Einheiten. Okay. Pompeius, wir können einen Helden rekrutieren. Marcus Antonius. Bogen, ja, weil Bogen klingt schon mal ganz nice. Was klar, extra mit dazu. Jetzt haben die da unten schon wieder so ein Ding hingebaut. Ey, die geben ja mal was auf den Senkel, ne? Ah, jetzt gibt's hier eine Schlacht. Milizen gegen Milizen. Ne, nicht ganz. Das ist ja ein Gehämmer, ey. Gut, haben wir schon mal gewonnen. Haben wir sogar Erfahrungspunkte schon bekommen hier. Machen wir den nächsten gleich weg. Und dann kümmern wir uns schnell hier unten um das Lager. Hier unten oben. Jawohl, das haben wir jetzt auch alles fertig. Wir hatten noch nichts zu tun. Du, hol Holz. So, hier erforschen wir die Upgrades. Das dauert halt noch eben, wie gesagt, kurz, bis die Schmiede da fertig ist. Wo ist denn jetzt unser Held? Da ist unser Held. Inklusive Einheiten sogar. Ja, nur ist die Frage, was ist das Ding? Ausrüstung römische Gastrapheten. Das ist wahrscheinlich das Problem, weil wir diese römischen Gastrapheten nicht haben, oder was das da sein soll.
Forscht ihr hier noch? Oder eher nicht? Kann ich da noch einen mit reinschicken? Nö. Nö, da kann ich nur einen drin haben. So, das Ding da unten haben wir wieder zerstört, erfolgreich. Gehen wir wieder nach oben hin. Du nicht, du bleibst hier. Oben aufpassen, dass die jetzt hier nicht mehr über die Brücke kommen. Was ist denn mit euch auf einmal los? Hä? Achso, das sind Arbeiter. Ah. Denkt mir gerade so, hä? Das sind alles Arbeiter. Ich habe hier die ganzen Arbeiter einfach abgezogen. Er ist auch ein Arbeiter eigentlich. So, lass mal kurz checken. Okay, also das könnte man auf alle Fälle mal freischalten. Dann das hier und das hier. Ganzen Upgrades mit reinhauen. Ich hoffe mal, dass das nicht... Oh, ich muss das für alle machen. Für jede Mine einzeln. Nicht so cool. Ganzen Upgrades hier alle reinballern. Zwangsmarsch. Julius Caesar. Alter Sack. So, ihr seid hier ready? Wie gesagt, ich würde ja gerne Bogenschützen euch geben oder so, aber das erscheint mir aktuell nicht als möglich. 43.000 Gold haben wir da noch, 39.000 haben wir da. Hier oben haben wir 46.000 und die Upgrades. Das ist ja das Schöne dran, dass wir jetzt hier schön Upgrades reinballern. So, dann schicken wir Einheiten auf alle Fälle mal dorthin, wenn sie kommen. Die Bauernhöfe könnte man natürlich auch nochmal vielleicht ein paar mehr bauen, dass wir nochmal ein bisschen mehr Goldproduktion haben. Research complete, ganz toll. Wie baue ich denn jetzt überhaupt Dinger? Habe ich noch nicht ganz gecheckt. Fitnessstudio Rom muss ich noch bauen. Was ist denn das? Ort der Spezialität, damit du mächtigere Soldaten für den Kampf rekrutieren kannst. Das ist quasi so eine Kaserne, so ein kleines Kolosseum oder so eine kleine Trainingsarena. Okay, du brauchst mir nochmal einen Bauernhof. Gut, die haben keinen Bock mehr da drüben oder so. Keine Ahnung, meins soll mir recht sein. Mir auf den Sack gegangen. Aber Gold ist Krise aktuell ein bisschen. So, 75 Limit, sehr schön. 85 Limit. Und dann bauen wir nochmal gleich einen Getreidespeicher. Direkt da oben mit hin. Ja, performance-technisch ist dieses Mal besser. Weiß nicht genau, was die leider letztes Mal hatten. Die forschen, ne? Aber ich baue nicht. Ach, lol, ich habe noch gar nicht... lol, sehe ich jetzt erst. My fail. Ihr habt noch gar nicht Dings gebaut hier. Baracke. Habe ich noch gar nicht gebaut. Also ich war mir sicher, ich habe die schon gebaut. Nee, habe ich nicht. Fail. Fail meinerseits. Hier, komm, geht mal alle damit hin. Okay. Also Holz passt. Ich meine, wir haben fast das ganze Gebiet hier abgeholzt. Einen Markt gibt es ja nicht oder sowas, ne? Das wäre ja zu nice wahrscheinlich, wenn es einen Markt geben würde. Ne, macht nicht den Eindruck. Research complete. Hier, du bist da. Ganz gemütlich sind sie am Upgraden. Oh. Der Feind naht. Weiß nicht, ob wir bereit sind für Feinde. Wir bilden aber noch ein paar Leute aus. Wollen noch mal einen Helden ausbilden? Hier so ein Gaius. So, die Upgrades hier oben sind ja schon durch, ne? Aber auch wirklich nur hier oben, ne? Krass. Einfach nur da oben. In einer Mine das Upgrade ist. Ich meine, klar, das gibt den Ganzen wieder... Was? Exzessives Essen? Die Extraktion wird verlangsamt? Okay. Gut, wenn schon was machen. So, Centurio. Verleiht ihm die Fertigkeit, verbündete Soldaten unter seinem Kommando zu helfen. Feldarzt. Ah, das klingt doch mal nice. Upgrades für Centurio. Heiler erlernt die Fertigkeit Panik. Schutz. Okay. Schau mal ganz kurz. Krieger ausrüsten. Ja, schau, das ist das Ding, was ich noch nicht... Ah, okay, nee, warte mal. Jetzt hat... Ah. Sekundärwaffe. Irgendein Schild.
Passpella, eingesammelter Gegenstand. Du hast eine Rüstung, Spezialausrüstung kann man ihnen auch noch geben, ist aber relativ teuer. Okay, Ausrüstung beenden. Ach so, jetzt habe ich verstanden, wie das funktioniert. Okay, gut, jetzt habe ich das System verstanden. Ist auch wichtig, weil wir werden jetzt gerade gefickt hier. Gerade rechtzeitig habe ich geblickt, wie das funktioniert hier. Okay, Boys. Folgende Sache. Hallo? Ihr baut mir noch ein paar Bauernhöfe hier. Ein Dorten. Nochmal einen Bauernhof. Dort mit hin. Kann ich hier nochmal weiter scouten, was hier ist oder so? Okay, die haben mir den Bauernhof abgebrochen. Einfach so, oder hatte das einen Sinn? Aha, jetzt können wir den auf einmal hier nicht mehr bauen. Auch interessant. Gut, dann können wir den hier bauen wenigstens. Weird. So, die Schlacht da oben ist echt hart umkämpft, so viel kann ich mal sagen. Aber wir haben wahrscheinlich, ne, haben noch nicht gewonnen. Es geht noch weiter hier. Mal gucken, dass wir halt irgendjemanden finden, der hier kurz hinscoutet. Warum kann ich jetzt hier keinen Bauernhof mehr bauen? Ist es, ne, da ist noch einer zum Beispiel. Hier haben wir nochmal eingebaut. Stallungen, fortgeschrittene Waffenschmiede brauchen wir für weitere Upgrades unserer Bauernhöfe. Oh, Julius Caesar, komm, gehst du mal da oben mit hin. Okay, jetzt habe ich hier alles gebaut. Hier Garnisonen der Römischen Republik. Das sieht alles sehr nice aus. Wir machen jetzt aber erstmal Stallungen. Was mit euch ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich würde hier gerne nochmal eine Lebensmittelfarm hinbauen, aber... Aber es geht nicht, der wird einfach abgebrochen. Ach, das ist ja noch besser. Der baut es jedes Mal, aber bricht den Bau einfach ab. Cool. Ne, muss ich schon sagen, finde ich cool. Okay, geht mal zurück. Das ist kacke. Muss ich schon mal sagen. Okay, Schmieden. Nächste Verbesserung. Ihr könnt aktuell nichts machen. Ihr wartet hier quasi auf weitere Upgrades. Okay. Verkauf gewonnen. Ah, mehr Gold. Okay, gut. Dann machen wir die Upgrades gleich mal mit rein. Klingt doch mal ganz nice. Was für Insufficient Gold? Mal hin da jetzt mit der Goldproduktion. Kannst du ja gar nicht mehr erzählen. Okay, gar geht's nicht weiter. Schauen wir nach unten. Aha. Ja, hier gibt es soweit nichts. Also ich finde es auch interessant, weil so, man hat das Gefühl eigentlich, die Karte würde gerne, also die Kamera würde gerne weitergehen, aber die Karte ist eigentlich nicht so groß hier, ne? Haben wir erstmal schön reingezoomt. Bräuchten dringend mehr Fernkämpfer. Wo ist denn mein Heiler hin? Bist du ein Heiler? Ne, sieht mir jetzt nicht nach einem Heiler aus. Ich habe doch einen Heiler gehabt, oder? Ah, hier fällt das, da ist er ja. Heilst du auch schon, oder... Research complete. Okay. Ah, jetzt hat das dauert ewig. Relativ langsame Boys. Wie viel haben wir denn hier noch drin? 38.000, das passt noch. Gold wird langsam besser, die Produktion. Stallung haben wir auch hier. Da können wir jetzt auch das gleiche Schauspiel machen. Können wir quasi auch hier auswählen, was wir haben wollen. Finde ich relativ cool eigentlich, ne? Das andere können wir noch nicht machen. Wahrscheinlich, weil wir es noch nicht freigeschaltet haben. Spezialausrüstung in Gaul. Wer hätte es jetzt gedacht? Können sogar eine Sekundärwaffe geben. Hat es eine Primärwaffe und eine Sekundärwaffe, hoffe ich. Da auch schon mal besser funktioniert. Okay, kann ich nicht so wirklich auswählen. Funktioniert nicht mit der Sekundärwaffe. Also ich kann ihn... Wahrscheinlich kann ich nur entweder oder machen quasi. Könnten quasi berittene Reiter machen. Hastatus, Hastati Schildschleuder.
Aber hat er jetzt dann auch ein Pferd? Ah, hast du. Ah, okay, okay, okay. Gut, ja. Jetzt hat er ein Pferd. Relativ teuer auch die Boys, muss man schon mal sagen. Also ich finde da die Preisgestaltung schon echt fast frech. Mal hier Holz organisieren, Boys. Hier auch mal mit. Oder könnten wir können ja nochmal versuchen, nochmal einen Bauernhof zu bauen, weil vielleicht klappt das ja hier drüben besser. Kannst du nochmal upgraden? Ach, Tatsache. Cool. Multi-Upgrades quasi. Ihr arbeitet noch dran. Okay, jetzt ist nur die Frage. Ne, wir haben ja noch nichts Neues. Stationärer Schild. Ein Oxybeles. Schaden gegen Tiere und Fahrzeuge. Oh, auch interessant. Was gibt's denn hier? Training für den Krieg. Du heuerst die besten Kriegshundetrainer deines Landes an. Mach das mal. Ah, da kommt. Was wollen die denn? Hier alle rumgelatscht. Okay, passt auf. Holz. Habt ihr jetzt nochmal einen Bauernhof gebaut eigentlich? Ne, haben sie wieder. Hat wieder nicht geklappt. Okay, ne, also das mit den Bauernhöfen, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist. Oder ob es da irgendein Limit gibt, von dem ich nichts weiß. Okay, beide nächsten Upgrades rein. Können wir auch direkt die nächsten Sachen craften und verbessern. Aber wir gehen mal ein bisschen scouten, hätte ich gesagt. Warte mal, machen wir was anderes. Geht mal zurück. Ich nehme mal nur meine Fahrer. Okay, die stehen aber nur dumm rum. Das passt schon mal. Ja, mal schleudern. Schleudert dir mal was an den Kopf. Ah ja, sehr schön. Hopp, da unten kommt ein Vogel. Ich denke aber nicht, dass der mir was Böses will, mal auf den ersten Blick. Schalte die Princaps-Rekrutierung frei. Das klingt doch mal ganz gut. Die eine kann einzigartige Fallen bauen. Ich will einfach mal sagen, wir rekrutieren mehr von den Boys. Ich denke, dass wir die damit richtig abfacken können, langfristig. So, fortgeschrittene Anbaudinger da. Blub, blub, blub. Blub. Sehr gut. Ganzen Upgrades mit reinhauen. Auch schon wieder die nächste Stufe hier gleich freigeschaltet. Jawohl. Blup. Infiltrationstechniken. Sie stellen einen Meister ein, der in der Lage ist, einige ihrer Soldaten auf fortschrittlichste Spionagetechniken vorzubereiten. Zwar kein Interesse daran, großer Spionagemeister zu werden, aber okay. Gibt es eigentlich irgendwas Interessantes von der Region? Irgendwie so Gold oder so? Wo man vielleicht was klauen könnte? Erstmal nicht so den Eindruck, dass mir was klauen könnte. Ne. War relativ große Karte eigentlich. Weiß natürlich auch nicht, wo der Feind hier ist. Gut, hier oben geht's nicht weiter. Okay, gehen wir da zurück in die Mitte hier. Wir könnten natürlich nochmal gucken, ob wir den nochmal verbessern können. Ah ja, jetzt haben wir bessere Primärwaffen. Okay, die haben alle die nächste Stufe. Jetzt können hier drei arbeiten. Wie man sieht. Wird auch langfristig die Produktion meiner Goldvorräte massiv erhöhen. Bin ich mir ziemlich sicher. Man könnte sogar noch weiter verbessern. Okay, weißt du was? Egal, machen wir das doch einfach nochmal, wenn wir schon mal da sind. Geben wir unser ganzes Gold einfach aus, um unsere paar Farmen, die wir haben, zu verbessern. So, da haben wir drei und dann haben wir hier nochmal. Jawohl. Jetzt kommen wir doch langsam in das Gebiet, wo ich hin möchte. Und noch mehr von euch kommen. So, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo was raiden können. Wenn man so schön sagt. Dann habe ich jetzt langsam aber sicher das Spielprinzip verstanden. Hab das früher mal gespielt vor Ewigkeiten. Naja, die haben Streitwagen. Ja, moin. Oh, die haben keinen Bock auf die Schnauze zu bekommen. Die Büffel da vorne, der Fahrer ja. Er ist auch direkt tot. Ne, sollte eigentlich hier den angreifen, meinte ich. Ah, Trefferquote ist auch nicht die allerbeste hier. Da kommt feindliches Backup. Oh, erstmal den Fahrer getötet, wollte ich schon sagen. Okay, pass auf, ihr geht mal mit hin. Was macht er denn da eigentlich? Hä?
Ah, ich habe vergessen, einen Sammelpunkt zu setzen, oder? Nee, ich habe eigentlich einen gesetzt. Keine Ahnung, warum der da unten rumgammelt. So, also haben wir sie erstmal auch mit unseren feindlichen Einheiten, die alle von da drüben kommen, interessanterweise. Ob es da irgendwas Interessantes gäbe, von dem ich noch nichts weiß. Ah, das ist jetzt Maximalstufe, die wir jetzt hier haben. Okay. 7, 7, 7, 8, 8. Naja, da kommt jetzt echt gut was bei rum. Machen jetzt hier erstmal kurz klar Schiff. Ah, okay. Ja, die machen hier ernst. Er ist auch mit da. Irgendwelche Fertigkeiten? Nicht so wirklich. Oh ja, aber die haben auch einiges an Truppen. Mal für den Studenten irgendwas Schönes machen. Ja, könnten natürlich noch ein paar Feldärzte mehr rekrutieren für die Zukunft. Jetzt werden wir erstmal kurz gucken und zwar... Mit den Milizen, das funktioniert immer noch nicht. Check ich nicht. Können jetzt zwar ein paar Sachen anpassen, aber das ist mir einfach zu hoch. Das geht nicht in meine Birne rein. Ne, den wollte ich eigentlich nicht rekrutieren. Ich wollte eigentlich nochmal kurz gucken, ob wir dich nochmal upgraden können. Haben wir jetzt hier doch deutlich bessere Waffen. Schildtechnisch. Nehmen wir das Ding natürlich. Keine Spezialausrüstung. Ah, könnte sogar upgraden zur mittlere Infanterie. Okay, passt. Sehr gut. Hier werden wir eine neue Infanterie mit hinzufügen. Eine mit Speer, Schild, Ding, Mittel. Ein paar schwere Boys brauchen wir jetzt natürlich langsam mal. Dann haben wir hier nochmal ein Centurio. Zwei Feldärzte mit rein. Ah, die Schlacht hier ist in vollem Gange und wir verlieren. Nicht sehr begeistert. Meine Helden verreckt oder so? Nee, der lebt auf alle Fälle noch. Noch irgendein Held? Oh, ein Held ist tot, okay. Wir sind ja leider von einer Armee von Fernkämpfern überrannt worden. Bisschen peinlich eigentlich. Das darfst du eigentlich gar keinen erzählen, so wirklich. Okay, unsere Helden sind tot. Wir ziehen uns zurück. Wir machen jetzt aber ernst hier. Die wollen es hier wissen. Ja, schlitzt sie mal auf, die Pisser, bevor die mich hier alle aufschlitzen. Also eigentlich wollte ich die aufschlitzen, nicht andersrum. läuft wieder super. Wo ist denn mein Pompeius da? Wo ist denn der hin? Ach, den kann man re-rekrutieren quasi. Ah, das ist ja nice. Also relativ billig. Aber irgendwie nur der eine, der Rest ist wieder bums teuer hier. Na gut. So, jetzt haben wir hier nur das Problem. Ihr seht das ja auch gerade. Ich hab ja ein paar gute Einheiten da, so ist es ja nicht, aber die müsste man halt erstmal einsetzen und die Wegfindung ist ja auch nicht die allerbeste. Da sollte man einfach noch ein paar Dinger mehr bauen hier, ein paar... Na, wie heißt's? Ein paar Kasernen mehr. Gold und so haben wir ja eigentlich aktuell ganz gut. Ah, aber unsere schweren Einheiten setzen denen jetzt doch gut zu hier ein bisschen. Auf geht's. Angreifen, klicken auf ein Symbol und dann auf den Feind. Ja, noch machen sie uns immer noch kalt. Also könnte immer noch ein bisschen besser sein. So, meine Freunde, ihr seid beide, geht mal beide dort mit hin. Sowohl Julius als auch Pompeius. Ja, weiter Leute ausbilden. Warum hören die auf, Leute auszubilden? Nochmal Centurio, nochmal zwei Feldärzte. So, jetzt können wir hier weitere Sachen freischalten. Alles sogar. Hier auch. Nächste Stufe unserer Geschichte. Weitere Milizen. Ah, alles Level 3 Einheiten. Das ist nicht so nice. So, Leute. Für euch folgende Sachen. Ihr baut weiter militärische Sachen. Folgende Sachen. Ne? So, wir bauen nochmal eine Baracke. Dorthin. In der Arena können sie kostenlos Spezialkrieger ausbilden, sobald sie die Zahl müssen. Okay. Das ist doch. Ne, das ist Fitness. Ach, ich habe noch gar keine Arena gebaut. Das erklärt natürlich einiges. Auf geht's, Leute. Dass wir die jetzt irgendwann mal tot bekommen, das kannst du ja keinem mehr erzählen hier irgendwann. Arena der Republik. Ah, hübsch. Hübsch. Ja, jetzt haben wir es aber irgendwann mal alle tot hier.
Jetzt haben wir es dann mal geschafft nach 100 Jahren. Habe ich zumindest mal eine Armee von denen zerstört. Die anderen will ich noch gar nicht nachdenken. Ist die irgendwann mal kommen? Ist ja grausam hier, echt. Bringt mir das eigentlich irgendwas Interessantes? Nicht so wirklich, glaube ich, ne? Kann ich jetzt hier die gleichen Einheiten nutzen? Ja, können wir. Ist wichtig. So, das haben wir mal geschafft. Lol, Farmlimit 4, da steht sogar. Ich blöder Ochse, Alter, da steht sogar, es gibt ein Farmlimit. Wie blöd wirst du sein? Ich so, ja. Einfach nur ja. Maximale Dummheit, confirmed. So, wir haben übrigens dann hier alles freigeschaltet jetzt hier. Jetzt kommt es eigentlich nur drauf an, dass die Boys mal ein bisschen schneller arbeiten. Haben wir da auch noch alles freigeballert. Was haben wir denn jetzt hier noch? 16.000, es lohnt sich da nicht nochmal ein Upgrade zu machen. Hier sowieso nicht, das ist mir eh schon fast fertig. Da haben wir auch nicht mehr so viel. Dann ist das hier unsere verbleibende einzig wahre Quelle. Aber wir haben echt viel Truppen. Und das Ding ist, die stellen einen für Gold quasi Elite-Einheiten zur Verfügung. Das ist relativ cool eigentlich. Armor Penetration. Ja gut, wir gehen nochmal gucken, was die da so vorhaben. Wir sind ja von da drüben, sind sie gekommen. Okay, von unten kommen welche. Da oben sind aber auch Sachen. Okay, wenn da von unten einer kommt, das heißt, das sind eigentlich welche. Was sind das hier? Eine Stallung. Ja, die zu zerstören wäre auch nicht so dumm eigentlich, aber... Ah, da unten sieht es mir ein bisschen interessant aus. Okay, was haben die für eine fette Range? Jawohl. Ah, da ist was Größeres. Oh, da hinter uns. Der Feind naht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal in der Lage sind, so eine Armee aufzustellen gegen uns. Hoffe ich jetzt einfach mal. Tötet sie. Jawohl. Auch noch weggeschlitzt. Kommt wieder auf der Schleuderer. Naja, haben doch nochmal ein bisschen Truppen. Mal gucken. Was sind denn die Zauberer? Da soll man ja sich inspirieren. Hier, Stärke des Nils. Auf geht's. Irgendwelche Zauber da anschmeißen. Was ist das hier? Präsent. Irgendwas mit Präsent. Präsenz sind immer schön. Ich bin ein alter Freund von Geschenken. Ah, die feindliche Armee taucht auf. Die feindliche Armee ist aufgetaucht. Greifen die natürlich wieder meine Helden wahrscheinlich zuerst an. Mal hier Medizin hinschmeißen. Beide, okay. Die werden jetzt geheilt. Ich habe ein paar neue Einheiten rekrutiert übrigens fürs Protokoll. Gehen die mal dort mit hin gleich. Soll ich mal gleich auf den Weg machen. Wie schaut's mit euch aus? Das ist halt so teuer, der Scheiß. So viel Geld habe ich nicht. Mal allen hier ein bisschen was rekrutieren. Turio, zwei Heiler wieder. Hier auch wieder die ganzen Plinkcaps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nachher können wir natürlich dann auch wieder das Zeug alles upgraden. So, die haben das letzte Upgrade. Sind wir eh fertig? Jetzt haben wir eh alles fertig. Können wir die komplett letzte Stufe noch machen. Und wir haben die Schlacht hier jedenfalls gewonnen. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen. Verstärkung ist auch unterwegs. Ja, ihr seid natürlich auch wieder mit da. Ah, schau mal, das ist noch ein feindlicher Arbeiter. Jawohl, schlitzt sie auf, die Schweine. Weg mit dem Kopf und so. Ja. Hallo. Kommt gerade rechtzeitig zur Party. Akropolis. Ja? Die Akropolis. Wie heißt eigentlich unser Bums hier? Republikanisches Forum. Das müsste auch die Hauptstadt sein. Oder die das Hauptgebäude sein. Wie viel Gold gibt es da noch? 9.700. Da muss ich auch wirklich dazu sagen, wir spielen gegen einfache KI, okay? Weil auf hart haben die mich so hart zusammengeschlagen. Weil die so hart gecheatet haben oder einfach so viel besser waren als ich. Das war echt unfair. Ja gut, ich habe natürlich auch keine Ahnung vom Spiel gehabt. Ich habe es natürlich da einmal angeschaut, um zu sehen, wie es läuft. Und wir sehen jetzt automatisch, wenn die Hauptstadt zerstört ist, wo sich die feindlichen Einheiten befinden. Okay. Das ist natürlich ganz cool. Kann man jetzt hier quasi ganz entspannt alles kaputt machen. Ohne denen dann nochmal groß die Chance zu geben, sich zu verstecken. Das ist cool. Das ist etwas, was sicherlich in Age of Empires und Co. auch nicht so schlecht wäre. Rise of Nations macht das zum Beispiel so. Oder Praetorians. Praetorians was, sorry. Praetorians macht das auf alle Fälle so. Wenn du da unterlegen bist quasi, dann ist es so, dass dann nach einer Weile die Einheiten aufgedeckt werden. Einfach um da zu verhindern, dass man da ewig sich verstecken kann und so. Das finde ich auch ein ganz cooles System eigentlich.
So. Wo geht ihr hin? Ihr geht nach oben, gell? Ihr macht hier unten noch die Reste weg. Wobei, da ist hier ist angeblich noch irgendwas. Seht ihr irgendwas? Ist hier blau. Laut Karte. Nur was? Gut, ich habe keine Ahnung. Gehen wir nach dort oben. Macht das Zeug auch mal bitte kaputt, bevor ihr da dumm rumsteht. Ach, die können gar nicht angreifen, oder was? Na, Zenturio, kannst du irgendwas machen hier? Motivation, Inspirieren. Jawohl, so muss es sein. Jetzt lodern die gleich vor Freude. Wie gesagt, was das hier ist, weiß ich nicht. Ich kann es nicht kaputt machen. Übrigens auch ganz cool ist, wenn ihr eure Einheiten auswählt, könnt ihr Rechtsklick auf der Karte machen. Also hier, wenn dann seht ihr dieses kleine Schwertsymbol. Wenn da quasi ein feindliches Gebäude ist oder auch Einheit, dann können die das automatisch über die Karte auch angreifen. Was ich relativ cool finde tatsächlich. Und wir können auch feindliche Pferde und Streitwagen und so erobern. Sicherlich auch nicht komplett scheiße. Das sind so ganz coole Sachen eigentlich, die ich immer sehr feier, wenn so Features gibt, die es jetzt vielleicht nicht unbedingt in jedem Spiel gibt. Ja, und da haben wir gewonnen. Okay, machen wir jetzt kurz das abschließende Fazit. Für wen ist das Spiel was? Ich würde ganz klar sagen, für Fans von Aufbaustrategiespielen à la Age of Empires. Ja, das richtet sich an Age of Empires Fans. Es ist ein bisschen einfacher, okay? Man hat nur Holz, man hat nur Gold. Nahrung als Mineralie fällt weg. Es gibt auch keine anderen Mineralien. Stein und sowas gibt es nicht. Es gibt zwei Grundressourcen. Das ist relativ simpel quasi. Gibt aber natürlich dann auch wieder auf der anderen Seite durch dieses Militärische, durch diese Möglichkeit, eigene Truppen zusammenzustellen, sicherlich auch wieder auf der anderen Seite irgendwo auch taktische Vorteile oder Unterschiede zu einem Age of Empires oder auch zu Empire Earth oder was es sonst so aktuell auf dem Markt gibt. Ich denke mal, das Spiel hat sicherlich, wenn es optimiert wurde, eine gewisse Fanbase. Muss aber wirklich sagen, aktuell ist es ein bisschen hakelig mit der Performance, ein bisschen hakelig mit Übersetzung. Die Menüs sind sicherlich auch nicht wirklich 2022, muss man auch wirklich mal ganz ehrlich sagen. Da erwarte ich persönlich ein bisschen mehr von dem Spiel in dem Alter, in dem heutigen Zeit. Da kann man schon auch ein bisschen mehr machen als Rework. Da muss man wirklich fair sein. Klar, man muss natürlich das Spiel nicht komplett umkrempeln, aber ich denke, ein paar Sachen, ein paar Features, ein paar Gimmicks sollten schon mit drinne sein. Auch bessere Übersicht, zum Beispiel wenn man mehrere Einheiten ausgewählt hat, dass man dann eine Übersicht mit den ganzen Spezialfertigkeiten hat. Gibt es auch bei vielen Spielen, die das in der Zwischenzeit mit reinkriegen. Wie gesagt, die Icons zum einen schauen sie relativ schön aus, weil sie einfach relativ neutral im Standard gehalten sind. Auf der anderen Seite ist es teilweise sehr hakelig. Ja, vor allem das eigene Truppen zusammenstellen hat sich jetzt auch in der kurzen Testphase hier als relativ umständlich herausgestellt. Was ich schön finde, ist, dass das Spiel pausierbar ist im Singleplayer. Das ist sicher ganz cool. Im Multiplayer geht es natürlich nicht. Dennoch, ja, das Spiel ist okay. Würde ich es persönlich kaufen? Ehrliche Antwort hier. Ich persönlich würde es nicht kaufen, weil es nicht unbedingt mein Interessensgebiet ist. Aber wem es gefällt, der kann natürlich gerne zuschlagen, wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüssi.